Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2 HD Edition. Erobererkampagne, Attila der Hunde. Hier auf zur Mission Nummer 5, die katalonischen Felder. Und an dieser Stelle, sagte Vater Armand, kam ich in die Geschichte. Die Schlacht zwischen Hunnen und Römern fand Ende Juni 451 statt. Die Römer wurden von Aetius, einem brillanten und gefeierten General, angeführt, der als Junge von Attila als Geisel gefangen gehalten worden war. Aetius kannte Attila und die Hunnen. Seit seiner Rückkehr in das Weströmische Reich hatte Aetius mehr als jeder andere dazu beigetragen, Rom in der Zeit der barbarischen Eroberungen am Leben zu erhalten. Seine Armee war nicht groß genug, sich allein gegen Attila zu stellen. Deshalb überzeugte Aetius Stämme der Alanen und Westgoten, sich mit ihm zu verbünden. Obwohl diesen zweifelhaften Verbündeten der Hass auf die Hunnen gemein war, war es doch bemerkenswert, dass es Aetius gelang, sie in eine schlagkräftige militärische Allianz einzubinden. Die Hunnen fieberten der Schlacht entgegen. Attilas Schamanen lasen in tierischen Eingeweiden und Knochen und prophezeiten die Niederlage der Hunnen auf den katalonischen Feldern. Sie sahen jedoch auch voraus, dass der Anführer der gegnerischen Armee getötet werden würde. Attila muss dies für einen gerechten Tausch erachtet haben, denn er stellte sich Aetius und den Goten zum Kampf. Bevor das erste Blut floss, trat Attila vor seine Männer, das Schwert des Mars fest im Griff. Er sagte: Die Natur gibt uns das Recht, unseren Durst nach Vergeltung zu stillen. Ich werde den ersten Speer auf den Feind schleudern. Derjenige, der tatenlos bleibt, solange Attila kämpft, ist ein toter Mann. So. Die Ziele: Besiegen Sie die Römer, Alanen und Westgoten. Hinweise: Die Schlacht läuft ab wie ein Spiel auf Leben und Tod. Rechnen Sie jederzeit mit Angriffen, doch versäumen Sie nicht, Ihre Verluste durch neu gesammelte Rohstoffe auszugleichen. Huiuiuiui. Ich bin echt gespannt. Speer. Ihre Speer berichten. Die Hunnen gelb. Oh, das sind wir. Und ihre Verbündeten, die Ostgoten, besitzen die rechte Seite des Schlachtfeldes. Way. Okay. Die Römer blau und ihre Verbündeten, die Westgoten, grün. Und die Alanen, Cyan, haben jenseits des Baches auf der linken Seite des Schlachtfeldes Stellung bezogen. Also sie werden hier sein. Wie zu erwarten. Die kampfbereiten Franken grau sind im Kampf gefangen und werden bald geschlagen werden. Ihr Schicksal interessiert die Hunde nicht. Also da würde ich jetzt sozusagen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, sie werden bald geschlagen. Wenn wir denen helfen, den Franken, könnten wir sie vielleicht auf unsere Seite bringen und das könnte dann wieder einen Vorteil bringen, weil es wäre dann 3 gegen 3. Die Römer sind von allen ihren Feinden die gefährlichsten. Mit ihrer Infanterie, den gepanzerten Reitern und Belagerungswaffen werden sie die Ostgoten an der hunnischen Flanke unter Beschuss nehmen. Die Westgoten bilden Huskars und einige Kavallerieeinheiten aus, während die Armee der Alanen hauptsächlich aus Speerkämpfen und Bogenschützen besteht. Oh, das wird ein richtiges Gemetzel. Ich bin gespannt, ob ich es schaffen werde, das hier überhaupt zu bestehen. Wie man sieht, wir haben nicht einmal ein Dorf. Und da sollten wir vielleicht mal mit anfangen. So, hier, Dorfzentrum. Baut ihr das mal schön. Hier, du reitest mal bitte kurz dahin. Der Tarkan soll hier mal so ein bisschen spähen. Beziehungsweise wir werden jetzt mal all unsere Truppen hier versuchen zu versammeln. Okay. Du, berittener Speer, alles klar. Du bist ein Speer, du gehst erstmal auf Wanderschaft. Ihr werdet hier erstmal auf zusammengefercht. Damit ich einen Trupp habe, um mich zu verteidigen, falls der Gegner angeschissert kommt. So, sehr viel Nahrung gibt es dann hier sonst nicht. Darum, bitte, Schäfchen, geht mal dahin. Sollte auch gleich fertig sein, das Dorfzentrum.
Nun, das wird hier echt schwer zu verteidigen, würde ich behaupten. Wenn ich mir das hier mal so grob anschaue. Das wird eine Herausforderung. Aber eine richtige. Ah, okay. Unser Mitkämpfer ist schon mal schnellen Fußes und bildet sich aus. Das ist sehr gut. Bild im Bein. Jo, ja. Kümmere dich mal um die Schafe. Timo. Nee, ihr beiden so. Zack. Zaza, sag ich dann nur. Genau. Macht mal eine Windmühle hier irgendwo hin. Am besten hier so. Und zack, zack. So, zack, zack. Damit wir erstmal wieder ein paar Männer dazu kriegen. Alles uninteressant. Das wird doch gleich aufgedeckt. So. Reite du mal nach da unten. Unser Verbündeter ist ja hier auch schon fleißig unterwegs. Oh. Sind das? Das sind die Phalanken, ne? Haus der Phalanken. Neutral. Ja, seid ihr denn narrisch? Greift doch nicht die neutralen Franken an. Die können wir doch mal auf unsere Seite kriegen. Egal. Attila. Ihr habt uns auf dieses verfluchte Schlachtfeld geführt. Nun verhindert, dass die Römer uns alle töten. Klingt sehr überzeugend. Ja, genau. Schafbaumannfeld. Mäh. So, 5 Mann dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Dass wir erstmal wieder ein bisschen Holz jetzt reinkriegen. So, was haben wir hier Schönes? Kaserne der Goten. Das heißt, wir haben die Goten entdeckt. Die nicht sehr weit weg sind. Das wird lustig. Das wird arg lustig. Und da kommen sie schon, die ersten. Da muss ich auch gucken, wie macht man das hier am besten mit Verteidigen? Da hat man ja fast schon keine Chance. Da kriegen wir aber jetzt ganz schön einen auf die Mütze. Egal, holt euch den da noch. Und du reitest hier mal schön durchs Dorf durch. Das wäre hier natürlich auch eine gute Möglichkeit gewesen, das Dorf hier einfach uns einzuverleiben. Um eine gute Infrastruktur zu bekommen. So, ihr kommt bitte wieder zurück. Ich brauche doch hier Verteidigung. So, ihr drei. Wo könnt ihr hier mal Holz am besten abbauen? Ich glaube, hier unten. Ja, Baladaching! Seid ihr mal. Tatatatatingdong, oder was? Gut. So, schnell. Ich habe mal geguckt, es müsste hier nach dann noch eine Mission geben. Ja, mal gucken, ob ich die heute auch noch aufnehme. Ich habe ja eben gerade erst aufgenommen, fröhlich und fleißig. Und ja, hier ist eine Brücke kaputt, aber super, hier können sie die rüberrennen wie sonst was. Na juhu, sag ich da nur. Ja, hier kommt man nach da unten. Oh, ein kaputtes Schiff. Da ist wer gestrandet. Bild im Bein. Motching. Motching. 1, 2, 3, 4, 5. Die werden wir gleich wieder auf Nahrung ansetzen. Obwohl, Nahrung haben wir eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt Gold, Stein. 1, 2, 3, 4, 5. Ey! Bleibst du mal hier? Was für eine Frechheit. Ja, komm, hier, da könnte man nach da reiten und die Ecke noch aufdecken. Na, supi. Und dann kommt zurück. Hier müsst ihr dann, wie gesagt, noch verteidigen. Hier mal 2 Brücken. Das heißt, am besten wir machen hier die Brücken einfach dicht. Ist natürlich aber halt auch eine Engstelle, wo unsere Gegner gut durchkommen können. So, ihr beiden, fangt doch bitte schon mal an, Steine zu klopsen. Beziehungsweise ihr drei. Sehr gut. Komm. Na. So, da ist auch. Okay, bitte nochmal weiter erkunden. Danke. Hier, du kannst ja schon mal anfangen mit Klopsen. Der nächste, der rauskommt, kann auch direkt Steine hauen. Und dann haben wir welche, die setzen wir hier auf die Früchte erstmal an. Und halt. Na, sie juckt. Gold natürlich auch noch. Gold brauchen wir auch ganz dringend. So.
die ist soweit auch alles erkundet einmal, ne? Oh, Mann, die Jungs sind echt flotter als ich. Na, könnte halt daran liegen, dass ich die ganze Zeit rede und im Hinterkopf überlege, wie ich hier vorgehen könnte. Oh, dann hat das nächste Dorf. Na ja, sie greifen schon mal an, das ist doch herrlich. Dann habe ich hier wenigstens so ein bisschen Ruhe. So, du gehst da bitte hin. Vielen Dank. Dumme juckende Nase. Du gehst auch hier, Nahrung. Dann machen wir gleich noch 1, 2, 3, 4, 5. Als Bautrupp. Ich glaube, den werde ich dann noch abziehen, noch bevor ich überhaupt Gold angehe. Na, wo war das? Oh, Safiens. So. Weiter geht's. Sehr schön. Hier ist auch irgendwas niedergebrannt worden. Aber schöne Karte, muss ich mal sagen. Ich finde sie auf jeden Fall auch atmosphärisch designt. Mal abwarten. Ja, hier, kommt, warte mal, bis da hoch. Hä? Ey! Ein Rammelbock! Ein Rammelbock. Mal gucken, ob wir denen ein bisschen was verplätten können. Die Franken kriegen auch mal einen drauf. Mensch! Tja, bis dato waren sie neutral. Aber wir haben ja keine Ahnung, wie wir sie hätten verbünden können. Daher soll es mir auch relativ egal sein. Die Franken tun uns nichts weiter groß und tun wir denen halt nur so minimal was. So, aufgedeckt. Bitte noch da einmal. Vielen herzlichen Dank. Zack. Zack. Dann seid ihr zu viert, ne? Nee, dann seid ihr schon fünf. Wunderbar. Die nächsten fünf sind Bautrupp. Felderwirtschaft. So, ihr könnt schon mal anfangen mit dem Bauen. Was werden wir auf jeden Fall mal schnell brauchen? Ich glaube, das ist fast schon wichtiger. Das setzen wir mal dahin. Aus dem einfachen Grund, dass wir damit halt handeln können. Denn hier ist auch schon ein Marktstand. Das ist super. So, nett, dass er seine Leute hier bei uns hinstellt. Wunderbar, 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 baba. So, los geht's. Hier können wir auch vielleicht schon mal so ein paar Felder auf Vorrat reinlegen. Die fünf werden dann ans Gold kloppen gehen. So, das dürfte gleich fertig sein. Yeah! 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, mach, lass den doch in Ruhe. Jung, 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 jung. Überlegen wir mal lieber, wie wir hier safen könnten. Die Frage ist ja, von wo werden sie am meisten kommen? Ich glaube, wir machen hier mal fast wirklich mal hier so einmal quer die Ranze durch. Einen auswählen. Du baust da bitte nochmal hier Tor. Tor! Genau, fang du mal dort an. Fang du mal dort an. Du gehst dahin. Du machst da und du da. Und dann haben wir die Mauer ganz schnell aufgebaut. Das ist schon mal die erste. Und zack. Zack, zack. Also, Mann, da muss ich wieder husten jetzt. So langsam kriege ich echt trockenen Hals. Ah. Ist ja auch nicht gerade wenig, was ich heute aufnehme. Weil ich so ein bisschen Vorrat brauche. Wegen stressiger Zeit, beziehungsweise wenig Zeit zum Aufnehmen jetzt demnächst. Ja. Ja, ihr kommt wieder runter. Vielen herzlichen Dank, da können sich die anderen drum kümmern. Dahin. Bild im Bein. So, B. So und so. Komm, du machst mal da, du machst mal. Na, komm her. Du dort. Du dort. Du dort und du, keine Ahnung, hier noch irgendwo von mir aus. Ja, komm. So sollte es ungefähr hinkommen. Du könntest hier nochmal.